Moin Moin, herzlich willkommen, liebe Leute. Seid gegrüßt zum Mittwochs-Mittagsfolge. Moin Moin. Was machen wir Schönes? Ein bisschen Karton verteilen. Wir wollen auch auf jeden Fall wieder was verkaufen. Wie in der ersten Folge heute schon erwähnt, muss das Ziel sein, muss es machbar sein, eigentlich in jeder Folge eine Ladung Paletten zu verkaufen, sodass wir dann einen soliden Kontostand hier vorweisen können. Wir müssen auch die Radlader nachher noch wieder losschicken. Ich wollte jetzt noch mal überlegen, wo ich das verteile. Ein bisschen Karton geht da jetzt einfach noch mal rüber. Richtung Getreidefabrik. Mal schauen, ob wir da noch was abholen können. Da haben wir gesehen, Fleisch kann zum Supermarkt Edeka rübergebracht werden. Gucken, was die irgendwelche Angebote hier haben. Ach, da sind auch die Kartons in der Getreidefabrik. Wenn nicht richtig steht, ne? Ich dachte immer, die Nudelfabrik oder die anderen. Na gut. Entdeckungsfehler, sehr gut. Muss ich mir gleich aufschreiben, Leute. Ihr wisst, wenn man sich aufschreibt, ein Augen aus dem Sinn. Was haben wir hier? Getreidefabrik. Kartonpaletten. Oh, alles weg. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ging zu schnell beim Aufschreiben. Also sich das auch schon erledigt hier. Okay, da brauchen wir uns auch keine Gedanken machen über die weiteren Kartonpaletten. Weitere haben wir höchstens noch ein bisschen im Lager, aber nicht die Menge. Wieder dicht machen. Wir haben Haferflocken und Hafermilch. 360.000. Ist auch nice, Leute. Hafermilch. Großhandel. Haferflocke auch. Aber guck mal, dann machen wir das so. Weil wir sind jetzt natürlich hier. Jetzt müssen wir das mitnehmen. Das macht ja alles andere macht ja keinen Sinn. Und das ist schon eine ganze Menge, die wir jetzt hier bekommen. Die Hafermilch und der Großhandel wird sich freuen. Das sehe ich auch als eine Ladung, ne? Auch wenn jetzt nachher da 6 Paletten fehlen oder so. Das ist schon, ne? Bier fehlen. Haben wir hier noch irgendwas? Gemüsemais. Nehmen wir einfach 4 Stück mit. Dann können wir auch sagen, dass wir voll sind. 2, 3, 4. Das ist natürlich auch echt unabhängig vom Preis, ne? Das macht, das ist egal. Bei 4 Paletten braucht man nicht mehr drauf achten, ehrlich gesagt. Die nächsten Investitionen können ja jetzt eigentlich nur noch Ruhrpark sein. Ich wollte ja gerne eigentlich auch vielleicht zum Sommer hin dann hier zur nächsten Ernte noch ein paar New Holland Dredger aufnehmen in die Flotte. Ich wollte aber auch mal irgendwann mal irgendwo einen schönen Windpark eigentlich haben. Als Landwirt, moderner Landwirt, muss man ja irgendwo eigentlich auch einen Windpark haben. Auch mal ein Feld für Photovoltaik, aber ich weiß eben noch nicht genau, was noch an Produktion kommt. Ich will jetzt nicht, also ich sehe zum Beispiel mal so kleine Grasfelder, die es noch gibt, die wir bisher selber noch gar nicht im Besitz haben. Prädestiniert dafür, da dann mal irgendwas noch zu planen an Produktion, die ein bisschen umfangreicher sind. Aber die gute Nachricht, liebe Leute, ich habe tatsächlich jetzt mal angefangen, gestern, vorgestern, mich an die neue Produktion zu setzen, Palette fertig zu kriegen. Für das Thema Textil. Ne? Ich weiß auch nicht genau, wie tiefgreifend ich das Ganze gestalte. Na, das geht ja wirklich von bis. Aber ich werde keine, nach dem Motto, 5 verschiedene Paar Schuhe oder irgendwas auf die Marsch bringen. Also eine Palette mit Schuhen oder so.
Dann von wegen, ne, Sportschuhe, Damenschuhe, Herrenschuhe, Boots, Gummistiefel, keine Ahnung was. Also das wird glaube ich ein bisschen zu weit gehen. Wobei wir sind ja eigentlich sowieso schon lange bei einem kleinen, wir sind natürlich bei der Grundlage Landwirtschaftssimulator mit den Fettmods, aber schon auch im kleinen Produktionswirtschaftssimulator. Wo man aber auch, glaube ich, ganz gut ein Stück weit auch ein bisschen Lerneffekt hat, was wie wo hergestellt wird, ne? Wo kommt das Fleisch her, so nach dem Motto. Das weiß ja auch nicht jedes Kind mehr heutzutage. Oh, aber jedes Kind weiß vielleicht, dass man nicht auf Leib lang. Ah, das weiß auch nicht jedes Kind. Egal. Dann haben wir das schon mal, ne, erfüllt hier. Produktverkauf. Großhandel. Freut sich. Ja, das könnte schief gehen. Also verkauft es gerade ganz gut. Es dauert einen Augenblick noch, bis sie weg sind. Vielleicht schaffen wir es in der Zwischenzeit, die Radlader einmal einzustellen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. 70.000 sind hier noch am Start. Ja, das war natürlich dann zu weit weggekippt. Radlader fahren können wir jetzt ja auch von Gold Rush. Nur die. Also der kommt ein bisschen schneller in Schwung, ne, hier. Ja, toll, auch nochmal blöd gewesen. Geduldig. 1 Million haben wir wieder auf dem Konto. Das ist wieder recht stabiler Kontostand dann. Jetzt laden wir noch schnell den Rest ab. Oder 1,1 Millionen. Ja, das lohnt sich schon bei der Menge. Den zweiten Radlader brauchen wir noch hier oben. Nehmen wir den. An sich sind sie eigentlich, hätten sie auch noch mehr Zeit, ne? Was ist hier los? Will er nicht reagieren. Komm. Ich will meine Schaufel gerade nicht, also will die Schaufel gerade nicht heben und senken. Dann eben so, ne? Dann machen wir das gleich von vornherein mit Abfahrer. Da kriegt er schon irgendwie hin, glaube ich. Haferflocken und Hafermilch. Bringt krass viel Geld in der Menge, ne? Schon wieder der etwas andere Kontostand jetzt. 1,4 Millionen. Und Verkauf soll für die Mittwochmittagsfolge ist somit erfolgreich erledigt. Ich würde sagen, wir müssen jetzt gleich erstmal nach dem Kompost schauen, ne? Dass da mal irgendwie Verteilung stattfindet. Und dann hatten wir gesagt, dass wir zur Not noch in der nächsten, also dann Mittwochnachmittagsfolge, dann eben uns hier um Fleisch und Wurst kümmern. Das wird keine komplette Doppelladung werden, also kein ganz voller LKW, aber trotzdem kommt eine ganze Menge bei rum und lohnt sich einfach, das Ganze zu verhökern. Dann machen wir das auch. So, ne? Lassen wir erstmal stehen. Hier wird ja auch noch ein bisschen produziert werden. Das Ölmühle. Hier ist auch noch eine komplette Ladung Kompost am Start. Ich würde noch mal gucken, was wir auf Lager haben.
Weizen ist weg, Gerste ist weg, Hafer minimal. Soja, noch eine Ladung, Mais noch eine Ladung. Können wir nicht schaden, für die Hühner aufzubehalten. Saatgut haben wir an mehreren Stellen, Mischfutter auch ein bisschen. Hackschnitzel unglaubliche 3,7 Millionen. Ja, das sind alles Kleinigkeiten. Dünger. Nö, nö. Nö, ich glaube, das... Ups. Ja, was hat die Maus? Komisch. Ich denke schon, im besten Falle steht nämlich hier einer. Blockiert natürlich den anderen. Hat aber... Ladung Kompost für uns mit am Start hier. Wollen wir jetzt noch schnell mal nach Priorität abchecken, wer hat am nötigsten. Hier sind knapp 100.000 Kompost drin. Hier sind 30.000 Kompost drin, auch fast kein Wasser. Also ist echt dringend, dass der mal ein bisschen was schafft hier, ne? Aber den haben wir auch immer wieder blockiert. 55.000 Kompost. Gar kein Komp. Okay, dann haben wir, glaube ich, denjenigen rausgefunden, der es am dringendsten braucht. Wir wissen aber auch, also hier kann definitiv noch mehr hin. Ich weiß auch gar nicht, was machen wir mit dieser schönen Halle hier? Wenden? Das mit einem Hofladen in der Halle. Das wäre auch was. Kleiner Markt. Okay. Ja, das sind halt Autodrive-Kurse, die müsste man hier rückwärts einfahren, ne? Und dann auch wieder, glaube ich, irgendwie rückwärts hinfahren, und das kriege ich, glaube ich, nur im Stream gemeinsam hin mit euch. Ja, holen wir mal einen neuen Kompost. Macht Sinn. Das andere war Dünger, ne? Dünger auch hier auf so einem Riesen. Volumen drauf, ja, mit 200.000 Liter Dünger ist auch ein bisschen anders viel, ne? Wenn man die mal aufgefüllt hätte, also nach den Gemüsedingern, die wir jetzt schon ganz gut gerade vorhaben, wäre jetzt das Thema, so ein bisschen hier mal was zu schaffen. Dafür müssen wir gerne mal echt sehen, dass unsere beiden Düngerproduktionen voll laufen, weil wir haben genug Dünger. Gülle oder Gärreste, Mist oder Kompost. Also, okay, Kompost hat vielleicht noch Kompost für uns. Ah, 350.000 Liter, nice, das Ding, das brauchen wir. Überlege gerade, der Wasserverteiler, verteilt er noch Wasser oder? Nein, weil der hier wieder mit seinem bisschen Hackschnitzel steht. Hof P1 direkt als Parkplatz zugewiesen, und er fährt direkt hin, das ist das Coole. Das hat er auch wieder freie Fahrt, um hier Wasser zu verteilen, weil ich hatte ja sonst die Hoffnung, dass wir den jetzt ganz gut nutzen könnten. Um Gärreste zu fahren. Würde ich mit dem mal machen. Würde man, theoretisch könnten wir es hinkriegen über Autodrive, wenn ich mich richtig entsinne. Also, er fährt, wir machen erstmal alle Ordner dicht. Gehen wir zur BGA und sagen BGA Gärreste beladen. Ganz netterweise mit Gärresten, und das Ganze mal hier wieder schließen. Geht dann zu den Produktionen. Produktion Dünger beladen. So sollte das sein. Das könnten wir bei beiden machen, sowohl bei der Düngerproduktion am Hafen und auch bei der Düngerproduktion hier bei der Rinderzucht. Da
Das wird auch bei beiden noch unterkommen. Und dann könnten wir ein bisschen überlegen, ob wir von hier auch ein bisschen Dünger uns einfach mitnehmen. Das Ganze wie bei dem anderen auch zu den Obstgeschichten fahren. Wie gesagt, leider keine eindeutige Zuordnung da für Obst. Aber besser so als gar nicht. Dann fahren wir da mal viermal Dünger hin mit jeweils 40.000 Litern. Das macht schon Sinn. Dann kriegen wir das auch ganz gut gefüllt. Also hier sind ja auch knapp. Also ne, bevor wir da dreimal gefahren sind, haben wir glaube ich hier 160.000 zusammen. So dass wir wirklich dreimal, ich glaube 40.000 passen da rein, dreimal 40.000 verteilt haben. Ich habe noch Kaffee, sollte ich mal schnell einen Schluck trinken. Ganz schön dreckig. Täuschen. So, war mal los. Mustereiwasser. Ach, der ist auf Rotierung. Rotierung. Rotation würde ich das vielleicht auch nennen. Keine. Anwenden und viel Spaß. Jetzt hängt er aber auf Mustereiwasser. Ist nicht ganz richtig. So ist besser. 45.000 sind da übrigens drin. Okay. Auch nicht verkehrt. Passt schon. Ja, schon wieder da am Kompost holen. Gemüsefabrik. Haben auch viel Kartoffelsack am Start. Und Karottensack am Start. Läuft gut. Leider haben wir zu viele Kartoffeln hier reingeschmissen. Karotten, okay. 500.000. 100 Paletten. 100 Paletten Kartoffelsack und Karottensack insgesamt, ne? Bisschen mehr sogar. Ich würde mal sagen, dass wir gucken, ob wir da einen Special Price haben. Dann sparen wir uns Fleisch. Eigentlich egal, was wir verkaufen. Da sind echt wenig Unterschied. Ah ne, Kartoffel, warte. Ah. Hier alles so leer ist. Gar nicht. Regner alles. Tomatenpaletten, Nudelpaletten, Hühnchenpaletten. Okay. Und von 130.000 Kompost auch hier. Also Kompost haben wir praktisch irgendwie gefühlt überall. Nur sehen, dass hier gleich eine neue Ladung ankommt, wo wir den dann verteilen. Das müsste er eigentlich sein. Wollen wir unauffällig, das ist die zweite Ladung Kompost. Wir holen jetzt von überall, wo es geht, ein bisschen Kompost her, was sinnig ist. Und feiern auch in der Nachmittagsfolge heute noch ein bisschen weiter verteilen. Das war es dann für die Mittagsfolge, Leute. Ich danke wieder für euren Support. Vielen Dank fürs Reinschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und schaltet auch gerne in der nächsten Folge wieder rein. Vielen Dank, bis dann und tschüss.